André, du warst nie in der Schule und hast auch zwei Bücher darüber geschrieben. Wie war deine Kindheit und wie lebst du heute? Meine Kindheit dauert an. Ich bin ein 42-jähriges Kind. Deshalb kann ich diesen Unterschied nicht wirklich darstellen, den es nicht gegeben hat bis jetzt. Ich bin im Stadium des Kindes geblieben und darauf freue ich mich. Und natürlich haben sich einige Dinge verändert. Die Bedingungen haben sich verändert. Ich bin inzwischen selber Vater, aber ich bin immer noch ein Kind, ein 42-jähriges Kind. Wie hast du in der Kindheit gelebt, ohne die Schule zu besuchen? Ich habe gelebt wie jedes Kind. Also ich bin ein ganz banales Kind. Also alles, wovon ich berichten kann, dieses ganze Leben ohne Schule, ist kein persönlicher Verdienst. Das ist etwas, das mir passiert ist. Ich kann nichts dafür. Ich bin nicht zu bewundern. Ich bin weder hochbegabt noch irgendwie speziell. Ich bin ein ganz banales Kind. Jedes Kind in meiner Lage, unter ähnlichen Bedingungen, würde was ganz Ähnliches erleben. Also ich bin ein Kind, wie jedes andere auch. Das einzige Ding ist, wir wissen gar nicht, was ein Kind ist. Was meinst du damit? Wir wissen gar nicht, was ein Kind ist, weil ein Kind gleich nach der Geburt eigentlich erzogen wird. Und was ein Kind ist, dass ein Kind bleiben darf, im ursprünglichen, nativen Stadium der Begeisterung bleibt. Damit haben wir keine Erfahrung, weil das in unseren Breitengraden, in unserer Gesellschaft, in der heutigen Bildungslandschaft gar nicht ermöglicht wird. Und ich hatte das Glück, das zu leben, ein Kind zu sein und ein Kind zu bleiben. Meinst du so, dass die Begeisterung systematisch abgetötet wird durch das Schulsystem? Höre ich das richtig heraus? Also das sagt nicht nur ich, das sagt Professor Dr. Gerhard Hüther zum Beispiel häufig. Ich kritisiere die Schule nicht, viel lieber berichte ich über diese meine Kindheit und darüber, wie es ist, wenn ein Mensch in seiner spontanen Veranlagung respektiert wird, in diesem seinen Rhythmus permanent bleiben darf und so größer wird, aber ein Kind bleibt, im nativen Zustand der Kindheit bleiben kann. Und das scheint mir viel wichtiger, das darzustellen, von dieser gewissen Sehnsucht, die wir in uns allen tragen, zu berichten, von dem, was ich da erlebt habe, was ich bei meinem Sohn betrachte. Das ist das Unglaubliche. Wir betrachten das quasi als eine Ausnahme. Das ist aber das ganz Natürliche. Wenn wir alles stoppen würden und einfach sagen, wir beobachten ein Kind ohne einzugreifen, ohne pädagogische Absicht, dann würden wir bei allen Kindern genau das betrachten, was bei mir betrachtet, was jetzt noch eine Ausnahme ist in der heutigen Bildungslandschaft, das aber das Natürlichste ist, was es geben kann. Und ich habe Lust, allen zu sagen, doch, ein ganz normales Kind. Probieren Sie es auch einmal. Du bist in Paris groß geworden. Du hast zwei künstlerisch tätige Eltern. Also vor allem dein Vater hat ja eine eigene Annäherung zum Malen mit Kindern, zum künstlerischen Tätigsein mit Kindern. Und du wurdest ja dann von deinen Eltern in all deinen Interessen und Aktivitäten immer sehr unterstützt und das war deine Art zu lernen. Also ja. du hast auch keinen häuslichen Unterricht bekommen. Absolut nicht. Sondern wenn du eben töpfern wolltest, malen wolltest, etwas bauen wolltest, dich für Metallobjekte interessiert hast, haben deine Eltern einfach den Kontakt hergestellt zu kompetenten Menschen, die dir das beibringen konnten. Und so hast du sozusagen en passant auch Lesen, Schreiben, Rechnen und noch vieles mehr gelernt. Ja. Also dazu möchte ich einiges sagen. Wir haben zusammen nach Lösungen gesucht. Also es ist nicht so, dass man glauben soll, es gibt ganz vieles in dem, was du jetzt gesagt hast. Also erstens, es müssen gar nicht Eltern sein, die irgendeine Veranlagung oder irgendeine besondere Tätigkeit ausüben, um das zu ermöglichen. Das kann jeder, der sich dazu entscheidet. Ab dem Moment, wo du das entscheidest, erfindest du die Bedingungen, die dazu passen, die dir das ermöglichen. Und wenn ich mich für etwas interessiert habe, also das
ist mir sehr wichtig. Ich wurde nicht zu Hause unterrichtet, ich wurde gar nicht unterrichtet. Das ist das, was Homeschooling, das, was ich erlebt habe, von Homeschooling unterscheidet. Homeschooling ist, man wird zu Hause von den Eltern unterrichtet. Da bestimmen schon wieder Erwachsene, was, wie, wann das Kind etwas lernt. Das war nicht mein Fall. Und sehr oft haben wir zusammen nach... Also, die meisten Fragen, die ich gestellt habe, konnten meine Eltern nicht beantworten. Und das ist sehr wichtig. Das heißt, man muss sich gar nicht vorbereiten, man muss gar nicht bereit sein wollen, alle Fragen zu beantworten, denn du kannst dich vorbereiten, wie du willst. Du kannst sicher sein, das Kind wird genau die Frage stellen, die du nicht beantworten kannst, weil du gerade das nicht vorausgesehen hast. Wie schön. Da geht man gemeinsam auf den Weg, auf die Suche nach was. Oft habe ich diese Interessen gar nicht bekunden müssen. Oft haben sie es beobachtet. Wir haben ja zusammen gelebt. Wenn man zusammen lebt, braucht man kein Update. Jetzt sage ich dir, was mich gerade interessiert. Man lebt ja zusammen. Und ja, oft, also die Berufe, die ich gelernt habe, habe ich ja nicht erfunden. Fotografie, Fotolabor, Metalltreiben, all diese Kurse, die ich in diesem Buch alle beschreibe, bis hin zu Gitarrenbau, einer meiner Berufe. Da habe ich lange nach dem Gitarrenbauer gesucht, der mir das zeigen möchte, der diese meine Begeisterung teilt und mit mir teilen möchte und mir weitergeben möchte. Und sagt, das ist ein langer Weg, das ist ein Weg gewesen, der Jahre gedauert hat. Ich habe aber nicht aufgegeben, ihn zu suchen. Ich wurde in die Wüste geschickt von vielen Gitarrenbauern, die mir gesagt haben, nee, das, so geht's nicht. Also die meisten haben gesagt, du musst erst zur Schreinerschule, zur Feinschreinerschule gehen und nach diesem Abschluss gehst du nach Brienz in die Geigenbauschule und dann zur Spezialfach Gitarrenbau und dann kommst du nach 9 Jahren zu uns als Lehrling, nicht wahr? Wo sie alle Autodidakten sind, aber gut. Und das wollte ich nicht. Ich suchte weiter nach irgendwem und plötzlich war ich in der Schweiz und bin in die Gitarrenbauwerkstatt von Werner Scher, der dortige Gitarrenbauer, eingetreten und habe ihm dieselbe Frage gestellt. Würden Sie mir Ihr Handwerk, Ihre Kunst, Ihren Beruf zeigen? Dann sagte er, gerne. Und anschließend, und das ist sehr wichtig, sagte er mir, und das ist für mich sinnbildlich für diese Haltung, sagte er mir, ich kann dir alles zeigen, beibringen kann ich dir nichts. Und so war es mit dem Gitarrenbau, so war es mit dem ganzen Rest auch. Wie alt warst du, wie du begonnen hast mit dem Gitarrenbau? Ja, 23. Aber du hast in deiner Kindheit ja auch schon nach Gitarren, also die Begegnung mit diesem Mann war wann? Das war auch mit 23, ja, schon in der Kindheit? Nein, das war mit 23, dass die Leidenschaft, die Begeisterung für die Musik allgemein und für die Gitarre, die existiert seit meinem 4. Lebensjahr. Bitte erzähl doch ein bisschen, damit man sich vorstellen kann, wie du in der Kindheit gelernt oder Aktivitäten vollzogen hast. Gib doch mal ein Beispiel. Ich werde einige Beispiele geben, aber auch eine kleine Einladung. Beobachtet kleine Kinder, 2-3-jährige Kinder. Beobachtet, wie sie sind, wie sie die Welt in sich aussaugen, wie sie begeistert sind für alles, wie sie offen, unvoreingenommen. Die tragen in sich die totale Hierarchielosigkeit. Die kennen keine Hierarchie zwischen den Menschen, zwischen den Gattungen, zwischen den Rassen, zwischen den Spezien oder zwischen den Berufen. Schaut das an, übertragt das auf ein ganzes Leben. Das ist traumhaft. Und das ist das, was ich erleben konnte. Und jetzt praktische Beispiele. Lesen und Schreiben, das lernen alle Kinder. Es gibt ganz viele Eltern, die davon berichten, dass ihre Kinder lesen und schreiben konnten, bevor sie in die Schule gegangen sind, obwohl sie als Eltern das dem Kind nicht beigebracht hatten. Erstaunlich, dass keiner dieser Eltern irgendwie diesen Gedanken zu Ende gedacht haben. Die eigene Muttersprache hat dir niemand beigebracht. Das ging auch nicht. Und das könnte so für alles so funktionieren. Man müsste es nur probieren. Das probiert es aber keiner. Aus Angst, nicht? Man aus hat immer Angst, aus das Angst. Das Kind könnte das geht, bleiben. Das geht von dieser Idee aus, dass das Kind ein unfähiges Wesen ist.
das nicht fähig ist zu lernen. Und da, wenn man die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung kennt, oder wenn man ein kleines Kind beobachtet, mehr braucht es nicht, gibt es etwas, das ganz eigentlich das Schlimmste ist, nämlich, dass die meisten Menschen das Spielen zur Freizeitbeschäftigung degradieren. Du siehst auch bei den fortgeschrittensten Denker oder Eltern, auch bei Freilernern, ab und zu diese Frage, naja, soll man nicht ab und zu das Kind motivieren, etwas weniger zu spielen und mehr zu lernen? Dabei ist das so eine Umkehrung der Realität. Wir haben das Glück, wir Menschen, dass wir auf die Welt kommen mit der allergenialsten, allerbesten, allerentwickelsten und allerangepassten Apparatur zum Lernen, nämlich das Spielen. Es gibt nichts, das geeigneter ist als das Spielen, um alles zu lernen. Und das ist doch merkwürdig. Sobald man ein Kind in Freiheit lässt, spielt das Kind, und zwar den ganzen Tag. Dass man dann nicht merkt, dass das dann doch kein Zufall ist. Wenn alle Kinder, sobald sie frei sind, spielen, sollte uns doch die Augen öffnen, dass das die wichtigste Beschäftigung und die sinnvollste und die einzig sinnvolle Beschäftigung ist für Kinder. Und die Erwachsenen haben Angst, das Kind würde nichts lernen, obwohl sie keine Erfahrung haben, wie es ist, wenn ein Kind in dieser Freiheit belassen wird und in diesem Zustand belassen wird. Und dann gibt es alle Einrichtungen, die die Eltern, die Erwachsenen beruhigen oder zu beruhigen versuchen. All die Materialien, all die Alternativmaterialien, die es gibt, die wir hier sehen, all diese... Also wir sind hier in einer Alternativschule, jawohl, in der Freihauptschule Krixendorf. Wir haben da Montessori-Material. Ich habe nichts dagegen, aber das betrachte ich, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke oder wenn ich die Kindheit meines Sohnes beobachte, das betrachte ich alles als völlig... Tut mir leid, aber völlig überflüssiges Zubehör, das nur da ist, die Erwachsenen zu beruhigen. Die Kinder, die brauchen diese ganze Einrichtung gar nicht. Die brauchen gar keine vorbereitete Umgebung. Sie wollen selbst sich auf den Weg machen und die brauchen das alles. Aber wir haben keine Erfahrung und brauchen alles, was uns beruhigt, wir Erwachsene, weil wir diese Idee in uns fest verankert haben, dass Kinder irgendwie faule Lebewesen sind, die nur spielen würden und nichts lernen, wenn man sie so lassen würde, wie ihre spontane Veranlagung ist. Das ist so falsch. Das ist so traurig. Und deshalb erzähle ich immer wieder diese Geschichte. Deshalb erzähle ich, dass es gar keines Unterrichts bedarf. Dass es gar keiner Erziehung bedarf. Ich bin ein banales Kind, aber ein lebendiger Beweis dafür, dass man die Erziehung, das Material, die Sorgen, die Angst nicht braucht. Dass ein Kind, das in seiner Begeisterung belassen und respektiert wird, nicht zu einem Analphabeten, asozialen, arbeitslosen Wesen heranwächst. Weil wir haben diese Angst. Nicht nur sind wir falsch informiert, nicht nur glauben wir, dass es außerhalb der Schule keine Lösung, keinen Weg gibt zu Bildung und zu Erfolg, der so wichtige Erfolg, sondern wir werden sogar in diesem falschen Glaube belassen, dass man es ohne Schule eben zu nichts bringt und dass man eben als Sozialanalphabet, arbeitslos und so weiter wird. Das alles stimmt nicht. Was bist du heute? Sag einmal, wie du heute lebst. Also wie ich heute lebe. Also wie gesagt, ich bin ein 42-jähriges Kind und manche Begriffe kenne ich nicht, manche Trennungen kenne ich nicht. Ich habe die größte Mühe, Freizeit, Job, Broterwerb, Beruf, Berufsleben, Privatleben und all das voneinander zu unterscheiden. Ich halte übrigens diese Unterscheidungen für falsch. Alles, was uns trennt, von der Welt, von der Natur, von den Kindern, von den Partnern, vom Leben, vom Planeten, ist meines Erachtens falsch. Gut, ich kenne diese Gattungen alle nicht, aber die Frage nach den Berufen. Ich übe die Berufe aus, die mich schon immer begeistert haben. Ich bin Gitarrist, Gitarrenbauer, ich bin Journalist, ich bin Autor. Ich bin Freibildungsexperte, viel unterwegs mit diesem Thema. Ich bin Leiter des Arno-Stern-Instituts.
Ich bin mit Professor Dr. Gerhard Hüther zusammen Leiter der Initiative Männer für Morgen. Ich bin, ich habe die Bewegung Ökologie des Lernens initiiert und so weiter und so fort. Ich arbeite im Bereich Informatik und Computer. Ich arbeite mit meinem Vater zusammen. Also wie du siehst, ich habe keinen direkten Beruf. Das irritiert einige und das amüsiert mich, denn das Leben ist ja vielfältig. Und wenn du jetzt du hast selber einen Sohn, ja, und bei dem machst du es jetzt genauso. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist 3-jährig. Ich mache das nicht genauso, weil er es ist und ich es bin und meine Frau es ist. Aber er genießt dieselben Bedingungen. Das bedeutet eben, ihn einfach spielen lassen und ja, seine Interessen entwickeln lassen. Das genau ist dein Ansatz. Das ist mein Ansatz, das ist auch meine Begeisterung und meine tägliche Beschäftigung. Nämlich, die Haltung meiner Eltern war eine ganz einfache. Und die ist grundlegend. Statt von irgendeiner Idee, statt von irgendeiner Methode, einer Methodik, statt von irgendeiner Theorie oder einer Hypothese auszugehen, sind sie aus dem Kind ausgegangen. Nicht aus von sich ausgegangen, vom Kind ausgegangen. Und getragen von der ganz einfachen, simplen und hochgesunden Frage, was wird, nicht mal die Frage, die Neugier ist es gewesen, ist es weiterhin, die Neugier, sich die Frage zu stellen, was wird der nächste natürliche Schritt sein in der natürlichen, spontanen Veranlagung des Kindes? Und nicht, wie könnten wir anhand welcher pädagogischen Handlung den nächsten Schritt einleiten? Das ist ja eine grundlegende Unterscheidung. Nämlich, ich kann es illustrieren, aber, und das ist auch sehr wichtig, das Kind dreht sich zu seinen primären Referenzpersonen, wenn es irgendwas tut, und erwartet ein grünes Licht. Das gibt uns Eltern als primäre Referenzpersonen eine enorme Verantwortung. Denn du kannst entweder das grüne Licht geben für die spontane Veranlagung des Kindes oder nicht. Und das Kind ist so sehr hat eine so große Sehnsucht nach Verbundenheit, dass das Kind bereit ist, die eigene spontane Veranlagung aufzugeben im Namen dessen, was bei der Referenzperson gut ankommt. Und da sollte man sich zurücknehmen. Das ist eine wunderbare Verantwortung, die die da tragen. Gib ein Beispiel. Ein Beispiel. Antonin sagt plötzlich eines Morgens, deux, quatre, six. Deux, quatre, six. 2, 4, 6. Warum mit 2 Jahren er plötzlich 2, 4, 6 sagt? Keine Ahnung. Dreht sich, es ist nicht geografisch, er dreht sich nicht um und sagt, hey Papa, er erwartet irgendwie ein grünes Licht. Und es gibt es dann bei uns natürlich automatisch. Natürlich begrüßen wir seine spontane Veranlagung sofort. Das geschieht nicht über Worte, das ist die Luft, die wir ein- und ausatmen, das ist die Stimmung, das ist das Vertrauen, die Verbundenheit. Er bekommt das grüne Licht und ist dann auf Schiene. Und dann sind wir unterwegs in der Welt, wo nicht alle diese Ansicht teilen. Und jemand merkt, dass Antonin sagt, du Katzis, und ist ganz empört und sagt uns, ihr könnt den Jungen nicht in diesem Irrtum überlassen. Erstens zählt er nicht richtig, Sis stimmt nicht, und zweitens, so zählt man nicht. Und ruft Antonin, komm mal, schau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hat aber keinen Einfluss, weil Antonin auf Schiene ist, weil er unser grünes Licht erhalten hat für seine spontane Veranlagung. Aber weil er das hört, hört er Zahlen und er sagt als Antwort, de Cassis. Er ist nicht bescheuert. Er hat ja ganz genau die anderen Zahlen gehört. Aber sein Spiel ist jetzt de Cassis. Fertig. Hätten wir diese Einstellung geteilt, dass man nicht de Cassis sagen soll, da hätten wir das grüne Licht nicht gegeben. Dann hätte das Kind diese spontane Veranlagung aufgegeben, im Namen dessen, was bei uns gut ankommt. Und ein paar Tage später, als Antonin 1, 2, 4, 5, 6 sagte, wussten wir, das ist
seine Entwicklung, seine natürliche Entwicklung, das ist eben der erwähnte nächste natürliche Schritt in seiner Veranlagung, das ist so wunderbar festzustellen. Das ist ein Wunder, das entwickelt sich von alleine. Das ist eine Feststellung. Hätten wir aber sein Dukkha-Cith nicht gegründet, hätten wir nicht wissen können, ob diese Entwicklung nicht zufällig eher aus dem Einfluss resultiert, dass wir ihm gesagt hätten, also Trokazensis. Wir hätten die Befürchtung hegen können, er sagt es jetzt anders, nur weil wir ihn belehrt haben, einen besseren belehrt haben. Aber jetzt wussten wir, das ist eine spontane Veranlagung. Das ist eine natürliche Entwicklung. Also daraus schließe ich jetzt, dass du dafür bist, dass man Kinder einfach immer in dem, was gerade da ist, unterstützt, ohne sie belehren zu wollen, ohne sie belehren zu wollen. Unterstützen ist schon mal irgendwie eine Methode. Ermutigen. Miteinander leben. Miteinander leben. Diese Haltung ist eine Ermutigung. Ist eine Unterstützung. Aber wenn du jetzt überlegst, wie soll ich jetzt das Kind am besten unterstützen, dann bist du schon irgendwie nicht mehr in der Verbundenheit. Du brauchst dir diese Fragen gar nicht stellen. Also diese Verbundenheit, die haben wir einfach verlernt. Oder? Die haben wir verlernt, aber die ist angeboren. Und wenn wir sie lassen, dann ist die Unterstützung auf jeden Fall keine Theorie. Weißt du, das ist etwas, das man erlebt, dass man miteinander lebt. Und nicht jetzt muss ich aufpassen, wie kann ich das Kind unterstützen, dann ist es wieder eine Theorie, dann ist es wieder nicht natürlich, dann also bist du nicht natürlich, nicht authentisch. Dem Kind wird ganz natürlich vertraut. Ganz natürlich vertraut. Ich erzähle diese Geschichte, damit man wieder dem Kind vertraut. Also um Vertrauen geht es, können wir das festhalten? Um Vertrauen geht es hundertprozentig. Das Vertrauen des Kindes in den Eltern und das Vertrauen der Eltern, dass das Kind, so wie es ist, gar keine Ergänzung bedarf. Okay, das heißt aber nicht, dass ich dem Kind nicht auch manchmal was verbieten kann, wenn es... Absolut nicht. Es gibt Regeln, es gibt Rituale, es gibt Gewohnheiten, es gibt diesen ganz wunderbaren familiären Rahmen. Achtung, das, was ich erlebt habe, war überhaupt nicht laissez-faire. Wir waren in einem Rahmen, weil es diese Rituale gab, diese Gewohnheiten gibt, die das Zuhause darstellen und die jedes Kind liebt. Jeden Abend schläft mein Antonin auf dieselbe Weise ein, das ist sein Ritual. Und bei mir war es auch so. Und die Elemente der Rituale waren einfach, dass das kleine Plüschtier da ist, die Mohair-Decke da, dass mir immer wieder dieselbe Geschichte vorgelesen wird, dass Papa und Mama da sind und mir einen guten Nachtkuss gegeben haben und dass es 8 Uhr ist. Fehlte eines dieser Elemente, da konnte ich nicht mehr so friedlich einschlafen. Papa nicht da oder Mama nicht da oder Plüschtier in der Waschmaschine oder es ist aus irgendeinem Grund nicht 8 Uhr, sondern 9 Uhr. Dann ist das Ritual nicht ganz vollständig. Zwar kann ich doch einschlafen, aber und das ist kein Gebot, keine Regel, aber eine unglaublich wichtige Struktur. Ein Gerüst. Und in diesem Gerüst wurzelt die Freiheit. Wobei das nicht für jedes Kind zutreffen muss, nicht? Es ist eben... Jedes Kind wird ein anderes Ritual haben, aber alle Kinder mögen diese Wiederholungen und diese Dinge, dieses Gerüst, das sie auch beruhigt. Kinder, also die Autonomie von Kindern, ist eine natürliche Entwicklung, die aus der Verbundenheit herauswächst. Ganz einfach. Man glaubt, das für mich schlimmste Beispiel ist, dass man das... es einen pädagogischen Ansatz gibt. Kinder sollte man in einem separaten Zimmer in ihrem Bett wirklich einsperren und sie sollen sich womöglich die ganze Nacht ausweinen, damit sie die Autonomie lernen. Und jetzt weiß man, es ist das genaue Gegenteil. Das Kind braucht einen Hafen, wo es sich total im Vertrauen fühlt, wo es sich ganz entspannen kann, wo es völlig in Verbundenheit ist, in Verbundenheit. Und genau die Verbundenheit ist der fruchtbare Boden für die Autonomie. Dann geht das Kind von diesem friedlichen Hafen in die weite Welt hinein.
Und das ist das Gegenteil von dem, was man denkt. Man denkt, man muss das Kind möglichst früh an das ablösen, möglichst früh wegschicken. Also möglichst das sind früh. Konzepte, erlernte das sind, Konzepte. Das sind Konzepte, die sind theoretisch und die sind so falsch. Und die werden Millionen von Kindern angetan. Mir blutet das Herz, wirklich. Wie ist es dann bei älteren Kindern? Also du hast als Kind, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen ausführen, wenn dich etwas interessiert hat, dann einfach kompetente, berufstätige Menschen gesucht, die dieses... Ja. Gib doch mal ein Beispiel, was du da zum Beispiel, ja, was du da gelernt hast. Also das mit dem Gitarrenbauer habe ich vorher erzählt. Da warst du aber schon erwachsen, ne? Da war ich, aber das war alles gar nicht anders. Gib mal ein Beispiel von etwas, was du so mit 6, 7, 10 Jahren, was hast du da für Aktivitäten? Weil wenn man das in deinem Buch liest, ist das ja unglaublich. Dann habe ich ein anderes Beispiel. Das ist nicht mit einer Person verbunden, aber das wird dir meine Methodik zeigen. Mir sind Altersstufen nicht bekannt, darum bin ich übrigens noch ein Kind, ein 42-jähriges Kind, weil ich diese Stufen alle nicht gut kenne. Und da bin ich froh drum. In irgendeinem zarten Alter zwischen 7 und 12 habe ich mir ein Auto aus Lego gebaut, so ein Chassis mit einer Karosserie aus Pappe. Und ich hatte einen Motor, einen Lego-Motor. Und nachdem hatte ich mich sehr lange gesehen, dass ich den erhalten habe, war es ein Fest. Und da konnte ich das einbauen und so fuhr mein Auto mit dem Motor. Und auf dieser Packung war ganz schlicht ausgeführt und erklärt, wie man eine Übersetzung oder eine Untersetzung kalkuliert und wie schnell sich die Achse des Motors dreht. Und somit hatte ich also eigentlich alle Elemente in der Hand. Das hat mich ja damals leidenschaftlich interessiert, um zu verstehen, zum Beispiel, wie schnell sich das Rad meines Autos nach all den vielen Untersetzungen dreht. Ich musste nur die Zähne auf dem Zahnrad zählen und all das kalkulieren. Ich wusste, wenn mein Motor sich mit so und so viel, mit so einer Drehzahl in der Minute dreht, dann dreht sich mein Rad in so einer Geschwindigkeit. Nun, ich wollte wissen, wie schnell dann mein Auto fährt. Das fuhr nämlich ganz schnell. Und ich wollte wissen, genau in Kilometer, in Stundenkilometer, wollte ich wissen, wie schnell das fährt. Und dann musste ich schwerst überlegen, Moment, wie kann ich das kalkulieren? Ah, Moment, eine Umdrehung, in einer Umdrehung legt das Rad ein gewisses Stück Weg hinter sich. Wie könnte ich das kalkulieren? Und damals gab es noch weder Internet, noch Google, noch Wikipedia, noch irgendwas. Ich habe sehr umständlich im Lexikon meiner Mama nachgeblättert und gesucht, habe unterwegs ganz vieles entdeckt, das gar nicht mit ihm verbunden war und traf dann irgendwann auf irgendeiner Seite die Kreiszahl Pi. Traute der aber nicht. Ich konnte mir irgendwie nicht wirklich vorstellen, dass das funktioniert und dass das stimmt. Und dann hatte ich eine Idee. Ich habe ein Papierstück genommen und ganz genau um das Rad gewickelt und dann Diameter und alles gemessen und dann Pi verwendet, um zu sehen, ob das Stück Papier, wenn ich es entrolle, auf die gleiche Mensur, das gleiche Ergebnis kommt wie die Kalkulation. Und das hat übereingestimmt. Dann war ich beruhigt und habe jetzt der Kreiszahl Pi auch geglaubt, dass sie funktioniert. Und auf diese Weise hast du Pi kennengelernt? Auf diese Weise habe ich ganz vieles kennengelernt. Auf diese Weise habe ich praktisch bezogen, um ein ganz genaues Problem zu lösen, das ich lösen wollte, ganz vieles gelernt. Und das war ein sehr, sehr umständlicher Weg. Denn es hätte einen ganz direkten Weg geben können. Der war sehr umständlich, mein Weg dahin. Aber das war mein Weg. Und das hat sich alles in mich tief eingekerbt, sodass ich nichts von all dem, was ich gelernt habe, nichts verlernt habe. Weil ich nur Dinge gelernt habe, die mich wahrhaftig in einem gewissen Moment interessiert haben und mir geholfen haben, ein Problem zu lösen, eine irgendeine Aufgabe zu erledigen, irgendetwas zu erreichen. Und das trage ich in mir als tiefe Eintragung, die ich nicht vergessen werde. Das heißt, jedes Schulprogramm, das also beschließt, die Kinder müssen in dem und dem Alter das und das können, ist ja dann für dich etwas ganz Absurdes oder Schädliches. Schau, mit 3 Jahren
habe ich in ein Buch geschaut und meinen Eltern gesagt, es gibt hier drin Eier und Eierbecher. Mit 3 Jahren. Und sie wussten nicht, was ich meinte. Und ich meinte die Buchstaben C und O, die für mich, die oft zusammenkommen in der französischen Sprache. Und für mich waren das Eier und Eierbecher. Und das hat sich entwickelt. Ich wollte wissen, was das ist. Man hat mir ganz schlicht, ganz sachlich erzählt, was das ist. So wie mein Sohn heute eine Leidenschaft. Er ist ein Buchstabenexperte. Er weiß nicht, wozu man sie braucht. Aber er kennt sie alle bei Namen. Aber ich wollte wissen, wie sie klingen. Wie sie heißen und wie sie klingen. Das heißt, mit 3 Jahren war ich in der Lage, weil ich bald alle kannte, alle Buchstaben kannte, vom C und O ausgehend, war ich in der Lage zu entziffern. Also alles, was geschrieben stand, weißt du, das Auto steht bei der roten Ampel und du schaust hin und siehst, ah, A, B, T, H, K. Diese Anhäufung von Buchstaben, daraus ergibt sich ein Wort. Begeisterung, Leidenschaft, mit 3 Jahren. So. Wenn ich jetzt sagte, auf dieser Erfahrung beruht, entwickeln wir jetzt eine Methode, die wir für alle Kinder durchsetzen. Alle Kinder sollen mit 3 Jahren mit Eierbecher und Eiern anfangen, mit den Buchstaben C und O. Da würden alle ausruhen, das ist doch absurd, das ist nicht für alle Kinder. Es hat halt für dich gegolten. Ja, aber gibt es nicht eine Methode, die für alle Kinder in einem gewissen Alter bestimmt ist und die mit A, B und C beginnt? Und die halte ich für genauso absurd. Denn wenn ich sehe, dass es Kinder gibt, die mit 2 schon lesen können und andere Kinder gibt, die mit 12 immer noch nicht lesen können und das ist genau gleich, es ist nicht schlimmer, nicht besser. Es gibt Kinder, die können das mit 8, es gibt Kinder, die können das mit 12, es gibt Kinder, die werden das ein ganzes Leben lang nicht können, weil sie es nicht brauchen. Was ist daran so schlimm? Das Problem ist, bei mir geht es weiter. Ich konnte entziffern, ich blieb dabei. Ich blieb bei den Ziffern. Ich wurde 4, 5, 6, 7, 8-jährig und konnte immer noch nicht flüssig lesen. Die meisten Eltern hätten sich da ganz große Sorgen gemacht, hätten mich zu irgendeinem Doktor gebracht, der bei mir diagnostiziert hätte, irgendeine Krankheit, die mit dies beginnt und mit I beendet. Und man hätte entsprechend kuriert oder zu kurieren versucht, man hätte aus mir irgendeinen Problemfall gemacht. Und das war nicht der Fall, weil meine Eltern überhaupt nicht das Gefühl hatten, dass ich irgendein Problem habe. Sie haben sie einfach vertraut und das ist ihnen gelassen. Nicht in den Sinn gekommen. Die haben beobachtet, wie begeistert das Kind die anderen Dinge im Leben alle zu sich nimmt und wie recht sie gehabt haben, irgendwelche unsichtbare Prozesse nicht zu zertreten, nur weil sie sie nicht sehen. Denn mit 8,5 Jahren habe ich ein Buch aufgemacht und flüssig vorgelesen. Das heißt, all die Zwischenstufen zwischen Entziffern und flüssig lesen haben im Verborgenen stattgefunden und das wäre ganz schlimm gewesen, das zu zertreten oder daraus ein Problem, eine Krankheit, eine Pathologie zu entwickeln, die es nicht gibt. Und wie ist deine Haltung zu Computerspielen? Wenn da die Kinder, also gerade wenn man in eine reformpädagogische Schule geht, ist man oft diesen Medien kritisch gegenüber. Manche Kinder verbringen ja tagelang nur mit irgendwelchen, wie heißt das, Gameboy etc. Ja. Wenn man jetzt dem, was du sagst, also diesem Vertrauen, wenn das jetzt auf Vertrauen fußt, dann müsste ich auch das zulassen. Mhm. Und ich persönlich mache mir als Mutter immer Sorge, dass da eine Art Suchtverhalten daraus entsteht, dass sie ihre Zeit irgendwie dann in so einer künstlichen Welt zu sehr verbringen. Wie siehst du das? Die künstliche Welt ist eben das. Also eindeutig, und das habe nicht ich erfunden, frag Gerhard Hüther, er wird ja sagen, Computer, all diese Dinge sind wie Werkzeuge, wie ein Hammer. Ein Hammer ist auch gefährlich, aber ist auch ein wunderbares Werkzeug. Das Problem ist einfach, dass das Kind zum Beispiel im Computerspiel der Held sein kann, der er im Alltag nicht sein darf. Vor allem Kinder, die in der Schule Probleme haben und so weiter, die wirklich nicht Held sind in ihrem Alltag, finden darin, in dieser virtuellen Welt, die Möglichkeit, derjenige zu sein, den sie so gerne sein wollten. Dann ist es eine Zuflucht, ja. Aber sonst gibt es heutzutage kein besseres kein besseres Fenster auf die Welt, keine bessere Quelle als Computer, als Informationswerkzeug. Kann man nicht früh genug
daran gehen und vor allem, ich würde sagen, was würde dann bedeuten, verbieten? Antonin, mein Sohn, konnte mit 2 Jahren schon mein Telefon entriegen und jetzt geht er ran, ganz natürlich, ganz selbstverständlich. Und wenn er einen Mähdrescher von seinem Großvater geschenkt bekommt und wissen will, was das ist und warum es diesen dieses Abtankrohr gibt und so weiter, weil er das in Natura nicht gesehen hat und das in der Stadt nicht so einfach ist, dann natürlich suche ich im Internet nach Videos und dann schaut er sie an und hat verstanden, worum es geht und das ist ja ein wunderbares Mittel. Also du würdest auch nicht Computerspielzeit beschränken, also ich meine jetzt diese Spiele, die Computerspiele, ja, oder Fernsehzeit, ich meine, es gibt ja dann die Kinder, aber die einfach vom Fernseher belassen werden über Stunden. Ja, aber das sind Kinder, die dort eingerichtet werden, weil sie sonst nichts zu tun haben oder weil man sich nicht mit ihnen zu beschäftigen weiß, also sie werden dort abgestellt quasi. Aber ein Kind, das in seinem Zustand des Spielens belassen wird, das langweilt sich sehr schnell, wenn es vor dem Fernseher sieht oder vor so einem Leblosen, der mit ihm nicht kommuniziert. So. Also das Kind will dann was anderes. Ja, Antonin schaut Videos an. Er liebt, also Orchester ist alles für ihn im Moment. Und es wäre schlimm, ihn daran zu hindern, wenn er sagt, ich will Les Dames qui chantent sehen, die Frauen, die singen, die Damen, die singen. Das ist die 9., das ist der letzte Satz von der 9. Symphonie von Beethoven, die will er jeden Tag mindestens 2-mal ansehen. Und er dirigiert dabei wirklich die ganze Gestik und so weiter. Das ist sein ganzes Wesen ist davon getragen und betroffen, das wäre ganz schlimm, zu sagen, nein, also du hast jetzt schon 10 Minuten oder 15 Minuten Videos geschaut, da hören wir damit auf. Aber wenn er damit fertig ist, macht er was anderes. Und er wird auch nicht allein gelassen, wir sind da, er kann sich umdrehen und mit uns seine Begeisterung teilen. Der Dirigent auf dem Bildschirm, mit dem kann er nicht kommunizieren. Mit dem kann er nur irgendwie über Augen und Ohren verbunden sein, aber mit den Menschen, mit denen er diese Begeisterung teilt, da ist er verbunden. Und wahrhaftig spielende, begeisterte Kinder machen etwas und wollen dann spielen. Sagen, ich habe keine Zeit für Fernsehen, ich habe keine Zeit für die Schule, ich habe keine Zeit für Computerspiele, ich muss jetzt, jetzt führt der Müllwagen vorbei, den muss ich unbedingt anschauen. Oder jetzt fährt ein Bagger vorbei. Oder der Mann dort gegenüber, das ist, was Antonin im Moment so liebt, ist Pizzaiolo, macht Pizzas und ich will beobachten, wie das entsteht. Und das ist alles so natürlich. Also ich würde mich davor hüten, da irgendwelche Ideen zu haben. Ich würde da einfach in Verbundenheit bleiben und je nach Lage natürlich anders handeln. Es gibt kein Rezept. Es gibt kein Rezept. Ich habe nichts zu verkaufen, keine Methode, keine Pädagogik, nichts. Ich glaube auch nicht, dass es eine gibt. Ich bin überzeugt, das ist eine Sache der Wahrhaftigkeit, der Authentizität, der Beziehung. Das ist von Mensch zu Mensch verschieden. So wie es 7 Milliarden Lerntypen gibt, gibt es Milliarden von Beziehungstypen. Und da würde ich einfach, deshalb erzähle ich diese Geschichte, entspannt euch. Begeistert euch, habt Vertrauen. Ich bürge dafür, dass ein Kind, das in diesem Zustand des Spielens und der Begeisterung belassen wird, nicht zu einem Analphabeten wie dem asozialen Wesen heranwächst. Danke, André. Danke dir.